Sie sollten einander akzeptieren und dann verstehen, dass sie okay anders denken. Es ist auch interessant zu hören, dass wenn Männer normalerweise denken, normalerweise, also alle Männer sind nicht so, wir können nicht so verallgemeinern, aber wenn sie fokussieren, dann die Männer haben die Gesellschaft oder die Welt im Fokus. Die Frauen haben, einige sagen so, die Frauen haben im Fokus eigene Familie oder Nachbarschaft. Die Männer wollen vielleicht weltweit, ich weiß nicht, aber ja, die Frauen nehmen das Leben leicht. Sie äußern gerne. Wenn sie Ärger haben, dann sagen sie Bescheid. Emotional sind sie. Und so länger, leben sie vielleicht länger. Das ist auch der Grund. Man teilt nicht gerne mit anderen. Und dann lebt man auch weniger. Statistik sagt das. Ja, Männer teilen nicht gerne. Und sie vergessen. Aber wenn sie was vergessen, das ist positiv, meiner Meinung nach. Und wie Sie gesagt haben, Ihre Themen sind auch anders. Wenn Sie sprechen, dann sprechen Männer sprechen über Arbeit, Politik, über Sport, Karriere. Das sind dann Themen. Und wenn Männer, wenn Frauen sprechen, dann sprechen Sie über andere Themen. Ja, Schönheit zum Beispiel ist ein Thema für Sie, ein großes Thema. Sie legen viel Wert an Schönheit, aber Sie haben recht. Weil sie anders denken, weil sie emotional sind, zu Hause helfen, Diskriminierung geht nicht. Also sie helfen. Ohne sie wäre vielleicht die Familie keine Familie. Ja, nächste Person ist vielleicht schon in der Reihe. Bitte. Wir wollen gerne Sie hören. Darf ich, Sir? Bitte, gerne. Guten Tag zusammen. Heutiges Thema ist sehr wichtig in unserem Leben. Das Thema heißt Frauen sind anderen und Männer auch. Meine persönliche Erfahrung ist, dass beide Personen ist sehr wichtig für Leben. Weil ich spreche über Frauen. Dann Frauen ist auch sehr wichtig für Leben. Beispiel, weil ich über Frauen sprach, sie ist sehr kümmern, sie kennt über alle Dinge, sie haben so viele Arbeiten. Beispiel, sie macht alle House of Gaben. Sie ist mehr reifen als Menschen. Deshalb wir respektieren Frauen. Und ich sprach über Menschen. Menschen haben auch so viele Arbeiten. Sie draußen arbeiten. Beispiel, sie haben so viele Spannung über Büro und Gesellschaft. Ja, dann Menschen, er ist auch Menschen sind beide, okay? Frauen yes, sir. Sind auch Menschen, aber sie meinen Männer, ja. Okay, sir. Er ist auch sehr kaum Leute, er hat so viele Arbeiten über alle Dinge. Ja, das ist alles für meine Zeit. Danke für hearing me. Sehr gut. Okay, also meint vielleicht, die Männer arbeiten auch hart, wenn sie nur draußen arbeiten und zurück nach Hause müde kommen. Also sie sind schon müde und dann sollten wir vielleicht nicht viel von ihnen erwarten. Ja, vielleicht will man dann nur, also Ruhe oder, ja, klar. Dann haben wir hier einmal Rina. Ja, guten Tag an alle. Unser heutiges Thema ist sehr interessantes Thema. Männer sind anderes und Frauen auch. Beide sind ziemlich anderes, weil Gott hat ihnen anderes gemacht. Und wir sollten nicht
wir denk daran, wenn ein von ihnen fehlt auf dem der Erde, wie langweilig der das Leben wird. So beide sind anderes, aber beide ergänzen sich. Zum Beispiel hier, wir alle haben sich schon diskutiert, sie sprechen unterschiedlich. Hier die Männer, sie sprechen sehr abstrakt und direkt, und die Frauen sprechen indirekt mehr und fokussieren sich über auf die Details, und sie konzentrieren auch auf Details. Ihre Hobbys und Interesse sind auch ganz anders. Zum Beispiel die Männer mögen Autos, Politik, Sport, Wirtschaft, und die Frauen mögen die Kleidungen, menschliche Expression und Emotionen. Aber ich denke, die Frauen sind nicht weniger als die Männer. Wenn es kommt, über Autos zu fahren und irgendwo arbeiten, wenn es wirklich gebraucht ist, sie sind gleich wie die Männer und sie gehen draußen und sie arbeiten zu Hause und auch in dem Büro. Und sie versuchen und sie sind sie als Sieger, sie kommen auch als Sieger, wenn es über die Familie und Arbeit kommt. So beide sind sehr wichtig und in einer Beziehung, die beide brauchen Respekt und einanderige Gefühl mehr zu verstehen, und Unterschied kommt später. Danke. Ja, schon. Wunderbar, Rina. Ja, und wir haben jetzt Roshan. Hallo. Bitte schon, Roshan. Hallo, guten Tag, alle zusammen. Heutiges Thema ist Frauen in Anders und Männer auch. Meine persönliche Erfahrung, Frauen in Anders. Ja, Frauen kümmern gerne Kinder, kümmern Kinder und die Familie. Sie bringen viel Zeit mit Kindern. Die Frauen gehen gerne shoppen, sie mag schminken, sie mag schöne Küche, sie denkt immer über Familie. Aber die Männer beschäftigen sich mit dem Geschäft. Die Männer denken, wie es Geld verdienen kann. Die Männer haben viele Probleme, um Geld zu verdienen. Die Männer verbringen keine Zeit mit Kindern. Die Männer weiten fleißig. Danke schön für Ihre Geduld. Das ist alles von meiner. Aha, also die Männer arbeiten hart. Die Männer verlassen das Haus manchmal. Zum Beispiel sie arbeiten, also sie arbeiten als Soldat und dann können nicht mit der Familie zusammenleben. Okay, das meint er vielleicht. Und sie sind auch fleißig. Wir sollten das auch im Kopf haben. Nicht einfach Männer kritisieren. Okay, cool. Ja, next. Wer ist dran? Ich kann noch jemand sehen. Ja. Shweta? Kann ich? Ja, Shweta, bitte. Ja, hi. Ja, heute Thema ist, Frauen sind anders und Mann auch andere. Und das Thema ist sehr verschieden, Thema. Ich denke, beide sehr interessant ist. Beide können Frauen und Mann haben andere Methoden zu denken. Ich spreche mit meiner persönlichen Erfahrung. Ich denke, dass Frauen und Mann für andere verantwortlich gibt, dafür Methode zu denken und arbeiten auch andere. Frauen ist mehr emotional als Men, weil sie andere oder verantwortlich hat. Und ich spreche mit meiner Heimatland. In meiner heutzutage Frauen mehr starker als Männer, weil Frauen nicht nur Arbeit machen,
sondern auch harte Haushalt und Verwandte verantwortlich. Und, aber man hatte auch verschiedene verantwortlich. Und am Ende, ich müsste sagen, beide, Frau und Mann haben, beide haben viele Stress und Probleme, aber beide, Frau und Mann, sollten einander respektieren und Unterstützung machen. Danke, das ist alles. Ja, schon, wunderbar. Also, wenn ich als Mann durch meine Brille das Leben der Frauen sehe, dann denke ich, die Frauen machen nicht genug. Wenn eine Frau durch Brille, also der Frauen sieht, dann denkt sie, die Männer machen nicht genug, die Männer sind faul. Sie arbeiten ein bisschen draußen und dann zu Hause und wollen nur uns herrschen. Sind wir Sklaven? Ja, so. Vielleicht wir die Rolle voneinander nehmen. Die Menschen, Männer, meine ich, die Männer manchmal in die Küche gehen, im Haushalt helfen, dann verstehen sie die Rolle von Frauen. Und die Frauen auch manchmal vielleicht ihre Rolle übernehmen. Dann können sie einfach plötzlich besser verstehen. Dann haben sie mehr Respekt. Ja. Natürlich, beide arbeiten hart, beide nehmen Verantwortungen der Familie, egal draußen oder zu Hause. Aber die beiden Rollen sind wirklich sehr wichtig. Geld verdienen, draußen gehen, ist auch so wichtig wie zu Hause. Okay, klar, nächste Person. Aha, klar, wunderbar. Also wir sollten vielleicht ja, voneinander was lernen. Dann können wir ja. besser. Okay, cool. Manche Männer, sie denken, die Frauen sind dumm, sie arbeiten nicht und genug und die Männer sind dann ja besser. Solche Gefühle haben Männer auch manchmal. Oder Frauen können auch so denken, dass die Männer sind fast sinnlos, sie arbeiten nicht genug. Konflikte haben wir im Alltag und das ist vielleicht, weil wir einander nicht gut verstehen. Weil wir das, die Realität nicht sehen wollen. Realität ist die Realität, aber wir wollen das nicht sehen. Dann ist das Problem. Okay? Noch jemand? Wir können vielleicht Thema 2 nehmen. Sport. Aber will noch jemand ja, über Frauen? Darf ich, Sir? Na, darf ich, Sir? Ja, bitte. Hallo, guten Tag, alle zusammen. Heutiges Thema ist Sports als Beruf. Okay. Das Thema ist einfach meine persönliche Erfahrungen. Ich wäre ein Yoga-Lehrer.